Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Venetica. Immer mehr Assassinen lauern uns auf. Aber wir sind stark. Und stärker als sie. Oh ja, das sind wir. So leicht besiegen die uns nicht. Okay. Immer zur Sicherheit speichern. So machen wir das schon die ganze Zeit und so läuft das auch. Hey! Ein Derwischmeister und eine Derwisch-Elite, das ist ja ganz hart hier. Okay, Zorn der Raben. Hat sie erstmal geschwächt. Boah! Eine Wundsalbe brauchen wir auf jeden Fall. Sonst erleben wir den morgigen Tag nicht mehr. Und noch eine Wundsalbe am besten. Ich sagte noch eine Wundsalbe, bitte. Okay, der Meister ist gleich wieder weg. Aber die Elite ist auch verdammt stark. Oh mein Gott. Okay, wieder eine Wundsalbe. Nimm die Wundsalbe, verdammt nochmal. Oh mein Gott. Okay, da ist jemand. Derwisch-Elite, komm. Leg dich schlafen. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Was redet er? Redet er da? Okay, in den Rücken. Zack, zack. Damit hat er nicht gerechnet, der Gute. Ha. Dass wir wieder auferstehen können. Das hat er wirklich nicht geahnt. Ja, ich gebe ja zu, dass es etwas fies ist, aber wir haben es geschafft. Okay, reden wir dann mal mit diesem netten Mann. So. Also los. Halt! Tu mir nichts an! Weißt du, ich bin nur ein Händler. Mir ist es egal, wer meine Waren kauft und wofür sie benutzt werden. Und wenn ich denen nicht verkaufe, was sie haben wollen, dann wird es sowieso jemand anderes tun. Und in dem Fall will ich natürlich lieber selbst derjenige sein, in dessen Taschen die Dukaten wandern. Ist klar. Okay, Information. Du kennst ihre Geheimnisse. Erzähle sie mir. Vermutlich suchst du nach der Fürstin der Derwisch-Assassinen. Sie hält sich im Zentrum dieses Gewirrs von Gängen auf, in einem großen, runden Schacht. Aber bevor du sie aufsuchst, sei dir bewusst, dass sie eine gerissene Kämpferin ist. Und ich schwöre dir, sie beherrscht die Kunst der Hexerei. Bevor du also zu ihr gehst, solltest du mir nochmal einen Besuch abstatten und dich auf das Treffen vorbereiten. Okay. Zeig mir deine Waren. So. Lederrüstung edles Derwischgimitar. Da ist die Mondklinge etwas schwächer sogar. Okay. Rüstung verkaufen wir 4-mal, würde ich sagen. Das verkaufen wir. Also wir lassen immer erstmal eins übrig. So. Welcher Hammer ist wertvoller? Den verkaufen wir jetzt. So. So müsste das eigentlich passen.
dann kaufen wir uns im Gegenzug eben 15 mal Wundsalbe. Das brauchen wir wirklich. Das ist sehr bitter nötig. Und da sind schon die nächsten Assassinen, aber es geht auch noch nach da. Und wir haben vor uns auch schon zwei Wege vernachlässigt. Also ihr werdet... Also ich glaube, ihr werdet jetzt auch schon verstehen, wie weit dieses Spiel hier an Möglichkeiten voll ist. Wir sehen, auf diesem Spalt geht es dann auch noch weiter. Zack. Ja. Also diese Rabenattacke gefällt mir wirklich sehr. Gut, dass wir die gleich am Anfang fett geskillt hatten bis zum geht nicht mehr. Finde ich gut. Okay, imperiale Münze erhalten. Müssen wir schon da lang? Nicht, dass wir jetzt schon zu dieser Fürstin kommen. Oh mein Gott. Wow. Okay. Also, wenn wir uns das nochmal neu anschauen... Da merkt ihr, die sind richtig fett überlevelt. Also da gehen wir erst später hin. Ernsthaft, das ist es mir nicht wert. So. Wo sind wir jetzt wieder? Ach ja, genau hier. Und wir sind schon Stufe 8, wer es noch gar nicht mitbekommen hat. Der weiß es jetzt auch. Oh, hier geht es auch noch weiter. Aber ich schaue mich erstmal überall um. Ah, da ist der Hund. Erlösen. Führe den Zorn der Raben. Tschüss. Okay, derbische Elite. Du musst jetzt auswärts laufen. Okay. Die hat es wirklich in sich. Aber die ist nicht so schnell und beweglich. Ah, der ist so gut gepanzert, aber jetzt liegt er auch. Sehr schön. Wunderschön sogar. Zack. Oh mein Gott, wo ist... Wo geht es hier überall hin? Das sind so viele Gänge, aber ich glaube, jetzt laufe ich im Kreis. Oder doch nicht? Ach du Scheiße. Hier, die Raben werden dich holen, mein Freund. Tschüssi! Wir stellen uns doch wirklich gut an, also... Ich bin stolz auf mich. So leicht verlieren wir hier nicht. Oha. Hier wird also... immer lecker gegessen. Na komm, mach mal Bekanntschaft mit meinen Raben. Ah, verdammt. Na komm. Zack. Ah.
Ich kann dir helfen, wenn du mich am Leben lässt. Okay, er soll sprechen. Sprich weiter. Es gibt ja eine Tür, die nur mit einem rituellen Werkzeug geöffnet werden kann. Ein Dolch aus den alten Zeiten des Ordens. Wenn ich dir den Dolch überlasse, wirst du mein Leben verschonen? Okay. Na schön, gib mir den Dolch und ich lasse dich am Leben. Oh, danke. Hab vielen Dank. Hier hast du den Dolch. Okay. Ich hoffe, er macht uns keine Schwierigkeiten mehr, der Gute. Ich habe schon den nächsten Gegner erspäht. Können wir ja nicht die Fische mitnehmen? Ey. Kuchen. Okay, mehr können wir ja nicht klauen. Das Brot auch nicht. Lecker, lecker, lecker. Und hier haben wir einfache Truhen. 3 Dukaten nur. Wie schäbig. Verschlossen. Er hätte uns den Schlüssel überlassen sollen. Hier. Oh mein Gott. Bitteschön. Du kennst bestimmt noch nicht meine Raben, oder? Halt, stopp. Ich hab mich verklickt. Tschüss. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar. Sehr sympathisch. Okay. Oh Mann, diese Gänge nehmen wirklich kein Ende. Zack. Goldring und Dukaten erhalten. Ah, kommen wir jetzt wieder hier raus? Das kann natürlich sein, dass wir jetzt im Kreis gelaufen sind, genau. Dann würde das endlich Sinn ergeben. Würde. Ja genau, von hier sind wir am Anfang der Folge gekommen. Erinnert ihr euch noch? Okay. Und jetzt können wir hier nochmal reinschauen. So. Okay, die 7. Hol den Vorschlaghammer. So. Zack. Ah, hier gibt es nur eine Truhe. Na gut, aber dafür mit einem goldenen Kerzenhalter und Dukaten. Immerhin etwas. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt alles abgearbeitet und können dann weiter. Aber diese paar Monster da, wo ich nochmal neu geladen hatte, die waren einfach zu stark. Versteht das bitte, aber ich glaube, da müssen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Jetzt will ich nochmal etwas Geld machen. Wie kann ich dir behilflich sein? Zeig mir deine Waren. So, da würde ich jetzt wieder 5 verkaufen. Und den Hammer hier. Und nochmal 2 von den Rüstungen. Komm, wir holen uns jetzt so einen Derwisch hier. Komm, brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Goldringe verkaufen wir auch. Juwel. Was ist das? Alte Kette. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Wir behalten sie erstmal. Die Urne verkaufen wir. Das lasse ich noch. Die
die lasse ich auch noch. Hühnerfell. Vielleicht brauchen wir manches für Nebenquests oder sowas. Okay, goldenes Geschirr können wir aber bestimmt verkaufen. Und auch den goldenen Kerzenhalter. Und das alte Fresko. So. Jetzt können wir ja mal durch diesen Zugang hier. Aber das erst, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.